7.44 Uhr, hier ist mehr Radio, der Start in diesen Freitag mit Sia, David Guetta und Afrojack und Helium hier auf der 88.0 bei mehr Radio. Ich bin's, der Gottschalk, schön, dass ihr mit dabei seid und wer kennt ihn noch nicht? Feuerwehr Willi, besser bekannt natürlich auch hier bei uns rund ums Steinhuder Meer als André Villa, der Ortsbrandmeister aus Vesbeck, hat die Figur Feuerwehr Willi ins Leben gerufen, mittlerweile eine große Institution innerhalb der Feuerwehr und auch darüber hinaus. Und er sagt, das geht ja mal gar nicht. Und wir stimmen mit ein, denn immer wieder werden Rettungskräfte angegriffen, verbal, manchmal sogar körperlich. Und Feuerwehr Willi sagt Nein zu Gewalt gegen Helfer mit seiner neuen Kampagne. Respekt los will er für mehr Respekt untereinander sorgen. Ja, ich finde, das Thema geht schon irgendwie alle was an. Ne? Deshalb finde ich das wichtig, dass möglichst viele das mitbekommen, weil es geht einmal um die Leute, die natürlich helfen. Ich sag mal, wie Feuerwehr oder Rettungsdienst. Geht gar nicht, dass sie angegriffen werden. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Natürlich möchte ich aber auch die Helfenden natürlich so sensibilisieren, dass man nicht unnötig irgendwelche Situationen hervorruft, provoziert, sich vielleicht falsch verhält und vielleicht auch manchmal noch ein bisschen zurücknimmt und ein bisschen mehr Verständnis einfach für den anderen gegenüber aufbringt. Ja, gerade wenn das Haus brennt oder auch zum Beispiel das eigene Kind in Gefahr ist, reagieren Menschen oft sehr emotional und denken nicht so klar wie sonst. In Ausnahmesituationen muss also auf beiden Seiten einfach noch ein bisschen mehr Verständnis aufgebracht werden. Zum Thema Respekt und soziales Verhalten gehört aber noch viel mehr. Asozial sind eigentlich Leute, die nicht sich den also anderen gegenüber sozial verhalten. Das heißt, keine Rettungsgasse machen, keine erste Hilfe leisten, nur an sich denken. Solche Themen, ne? Die Leute ein bisschen, bewusst ein bisschen antriggere, dass die einfach mal ein bisschen freundlicher und sozialer und respektvoller mit den Menschenleben gegenüber umgehen. Feuerwehr Willi, der hofft mit seiner Kampagne natürlich auch entsprechend viele Menschen dann auch zu erreichen. Ich habe viele Fans auch durch Feuerwehr Willi, durch meine Tätigkeit, die das einfach auch toll finden und wirklich auch teilen und kommentieren, das gut finden oft. Das sind eigentlich schon die Unterstützer, die es einfach verbreiten. Und vielleicht jetzt hier welche im Radio, die auch sagen, finde ich toll, dass das einer mal beschreibt. Ich unterstütze das, besuche den mal, geht mal, gefällt mir und teile das mal. Ne? Teilen heißt ja mit anderen Leuten diesen Beitrag weiterreichen. Je mehr wir erreichen, desto mehr Erfolg ist dann abzusehen. Hoffe ich. Für uns alle. Ja, und wir hoffen das natürlich genauso. Und deshalb seht ihr auch eine seiner Respektlosbilder auf unserer Mehrradio-Facebook-Seite. Und wichtig ist natürlich eins, die Rettungskräfte sind oft einfach gut geschult und wissen, wie mit solchen Situationen umzugehen ist. Auf der anderen Seite hapert es eben hin und wieder. Also geht mal auf unsere Mehrradio-Facebook-Seite, lasst ein Like da und teilt es, damit möglichst viele auf genau dieses wichtige Thema aufmerksam werden. An dieser Stelle also auch nochmal ein lieber Gruß an alle Rettungskräfte rund ums Steinhuder Meer. Hier ist mehr Radio. Ich bin's, der Gottschalk. Der Start in diesen Freitag, 7.47 Uhr.